macOS hat ein paar Funktionen, die du unbedingt ausschalten solltest, denn es betrifft deine Privatsphäre und auch deine Akkulaufzeit. Denn diese Services sind von deinem Standort abhängig und pingen dauernd deinen Standort ab, sodass erstens dein Akku darunter leidet und zweitens du diese Standortdaten unnötig oder sogar oft unnötig an Apps oder an Apple sendest. Wie du das Ganze machst, zeige ich dir in diesem kurzen Video. Dazu gehst du in deine Einstellungen und dann auf Sicherheit und Datenschutz. Hier gehst du auf Datenschutz und hier auf Ortungsdienste. Dazu musst du hier auf das Schloss-Symbol klicken, um das Ganze zu öffnen. Und jetzt schaust du dir jede App, die hier aufgelistet ist, ob sie denn tatsächlich deine Ortungsdienste benutzen soll. Also sprich, ob sie erfahren soll, wo du dich gerade befindest. DJI MIMO hat bei mir definitiv dieses Recht nicht. Das ist eine App für meine DJI Action Cam, die braucht nicht zu wissen, wo ich mich befinde. Evernote hat auch keine Funktionen, die wirklich nützlich sind und Standortdaten bräuchten. Der Kalender hat vielleicht bei Erinnerungen, die irgendwie davon abhängig sind, wo ich mich gerade befinde. Ich schalte es dennoch ab und NetSpot ist ein Wi-Fi Finder, der bräuchte vielleicht Location-Based Services, aber hier geht es ja nicht darum, meine Apps durchzugehen, sondern schau dir deine Apps an, die hier stehen, und denke eben darüber kurz nach, ob die Apps deine Geodaten brauchen oder nicht. Ich habe bei mir tatsächlich alles ausgeschaltet. Karten braucht natürlich das Ganze, aber auf dem Mac brauche ich das eben nicht. Also ich navigiere damit ja nicht. Und Outlook braucht das Ganze auch nicht. Twitter braucht das Ganze auch nicht. Teams braucht das Ganze auch nicht. Siri und Diktat eigentlich auch nicht, weil der braucht zwar hier die Standortdaten, ob du dich gerade in Deutschland befindest oder in einem anderen Land, aber wenn man jetzt Deutschland nicht verlässt, braucht man das auch nicht. Der Brave Browser braucht das nicht, der Google Chrome braucht das nicht, der Firefox Browser braucht das nicht. Die Erinnerungen brauchen das bei mir nicht. Falls du Erinnerungen hast, die automatisch aktiviert werden, wenn du dich an einen anderen Ort begibst, dann solltest du das natürlich schon aktiviert lassen. Transmit braucht das bei mir nicht, ein FTP-Programm braucht keine Location-Based Services, Draw.io schon gar nicht, das ist eine App, die hat Diagramme zeichnet, wofür braucht die bitte Geodaten von mir, wo ich mich gerade befinde, das ist einfach alles nur Blödsinn. Diese ganzen Apps, die würden hier jetzt auch Akku verbrauchen, wenn die dauernd ihren Standort nach Hause telefonieren. Wesentlich schlimmer sind noch die Systemdienste. Da könnte man ja meinen, dass du hier nur bestimmte Dienste vom Mac selbst eigentlich alle freigeben müsstest. Aber wenn du hier mal auf Details klickst, dann siehst du schon sofort, dass hier definitiv Funktionen sind, die das definitiv nicht brauchen. Also ortsbasierte Vorschläge ist beispielsweise standardmäßig an. Also ich habe das bei mir schon ausgeschaltet. Solltest du bei dir auch definitiv machen, weil du brauchst keine Vorschläge, die darauf basieren, dass du jetzt gerade in der Stadt X bist und spezielle Werbung beispielsweise für die Stadt X bekommst oder irgendwelche anderen standortbasierten Vorschläge, die dir dein macOS in der Notification Bar anzeigt. Das braucht man einfach nicht, deswegen schaltet man definitiv ortsbasierte Vorschläge
Vorschläge aus. Zeitzone und Systemanpassung würde ich anlassen, denn dann funktioniert sonst beispielsweise Daylight nicht. Also sprich, dass dein Mac sich automatisch, je nachdem wie spät es ist, umschaltet auf ein anderes Display, was weniger Blaulicht zum Beispiel ausschaltet. Wenn du das hier ausschaltest, dann verändert sich eben, beziehungsweise dann kann dein Mac nicht mehr selbstständig deine Zeitzone bestimmen und kann dann auch nicht selbstständig beispielsweise nachsehen, wann der Sonnenuntergang an dem Ort ist, an dem du dich befindest. Wichtige Orte solltest du auch auf jeden Fall deaktivieren, denn wichtige Orte sind, das ist im Prinzip ein Log-File, wo du dich überall befindest, und die werden dort gespeichert, und das solltest du definitiv ausschalten. Das ist so wie bei Android. Android speichert das auch, und dann kannst du dann auf einer Google-Karte dein Bewegungsprofil verfolgen. Also ich würde das hier definitiv ausschalten. Und das braucht keiner wissen, wo ich mich wie oft und wie lange aufhalte. Das ist eine der schlimmsten Funktionen, die du hier definitiv ausschalten solltest. Den WLAN-Betrieb, ich habe den auch ausgeschaltet. Also ich habe keine Location-Based oder keine Geo-Abhängigkeiten, wo es ein bestimmtes WLAN gibt, sodass ich hier ganz schnell von einem zum anderen WLAN springen würde und der mich dabei unterstützen würde. HomeKit, falls du HomeKit nutzt, könnte sein, dass du das brauchst, denn wenn du mit deinem Mac in deine HomeKit-Area reinkommst, dann könnte ja sein, dass du dort etwas brauchst, was einen Automatismus auslöst. Wenn du HomeKit nicht nutzt, dann schalte das auch aus. Das Schöne hier ist, dass du ein Standortsymbol in deiner Taskleiste einblenden kannst, jedes Mal, wenn eine App auf deinen Standort zugreift. Ich würde hier das definitiv einschalten und eingeschaltet lassen, dann siehst du immer in der Taskbar, wenn eine App versucht, auf deinen Standort zuzugreifen. Ja, und das war es auch schon hier zu den Standort-Services, die du definitiv ausschalten solltest. Und was ich dir hier noch einmal kurz zeigen möchte, ist, dass du hier definitiv einmal noch mal kontrollieren solltest, welche Apps Zugriff auf deine Fotos haben, welche Apps Zugriff auf deine Kamera haben und welche Apps Zugriff auf dein Mikrofon haben. Und schau mal dort nach, ob sie wirklich das brauchen oder ob sie sich hier etwas gegriffen haben, was du eigentlich gar nicht willst. Falls ich dir mit diesem Video etwas Neues erzählt habe und geholfen habe, dann freue ich mich über ein Like oder ein Abo. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, tschüss.